Willkommen, meine Damen und Herren, beim öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag. Der uns heute auf die Spuren der oft unergründlichen Lebenswege führt. Ingrid Thurnhers Karriere hat nach dem mühevoll langen Marsch der Präsidentschaftswahl ab diesem Jahr eine neue Abzweigung genommen. Sie ist jetzt neue Chefredakteurin bei ORF3. Natascha Kampusch hat vor 10 Jahren nach einem Martyrium sondergleichen die Freiheit wieder erlangt. Aber gibt es denn nach dem Erlittenen etwas wie Freiheit? Der deutsche Soziologe Hartmut Rosa bringt in einem 800 Seiten starken Band den Gegenvorschlag zum gehetzten Leben in Gestalt eines Schlüsselbegriffs, Resonanz. Und die Schriftstellerin Marlene Strerowitz erzählt in ihrem aktuellen Buch Isö von einer Heldin, die in einem Kampf um Macht und Ordnung gerät und dabei eines nie vergisst, zu kämpfen. Zuvor die Neuerscheinungen. Im dunklen, dunklen Wald. Ruth Ware. Erschienen bei DTV. Zu haben um 16,40 Euro. Die Kriminalautorin Lenora Shaw erwacht als Mordverdächtige im Krankenhaus. Jetzt herrscht Ermittlungsbedarf. Das Debüt der Britin Ruth Ware überzeugt durch Rasanz, souverän erzeugte Spannung und erstklassigen Erzählstil. Der Taubentunnel. John le Carré. Erschienen bei Ullstein. Zu haben um 22,70 Euro. Wer dachte, dass der geniale John le Carré mit dem Ende des Kalten Kriegs die literarische Existenzgrundlage verloren hätte, wurde schon vor 25 Jahren eines Besseren belehrt. Nun erzählt er sein Leben. Und das ist spannender als die Hervorbringungen fast aller Branchenkollegen. Frühstück bei Fortuna. Elisabeth Reichert. Erschienen bei Otto Müller. Zu haben um 19 Euro. Erik ist besessen von seiner Liebe zu einer renommierten Stammzellenforscherin. Sie ist besessen von ihrer Arbeit und nimmt Menschen nur als Ansammlung von Zellen wahr. Die österreichische Autorin verwebt diese beiden Lebensentwürfe zum raffinierten literarischen Gebilde. Nach dem Krieg. Helmut Karasek, erschienen bei Europa, zu haben um 20,60 Euro. Inmitten der obwaltenden Trump-Malaise erinnert ein wunderbarer Band aus dem Nachlass des 2015 verstorbenen Kritikers daran, dass wir einmal ohne Amerika nichts gewesen wären. Das Buch erstattet in leichter anekdotischer Form den Dank an die US-Besatzungsmacht, die einst Kollektivschuldigen ein neues Lebensgefühl gab. Die fremde Schwester. Lauren Willig. Erschienen bei RoRoRo. Zu haben um 10,30 Euro. War Rachels Vater nun ein mittelloser Botaniker oder der Graf Ardmore? Und was tun, wenn einen das Fleischesverlangen nach dem Verlobten der heimlichen Halbschwester Olivia zwickt? Die Beantwortung dieser und anderer Fragen bedrängt den Leser bis zum Einnicken. Die Autorin ist Willig, aber das Buch ist schwach. So, wünsche angenehme Verwicklung an allseits. Meine Damen und Herren, Ingrid Thurnher ist gebürtige Vorarlbergerin und beim ORF eine Instanz in Sachen Politik. Mit Anfang dieses Jahres verlässt sie die Diskussionssendung im Zentrum und ist jetzt Chefredakteurin bei ORF3. Bücher hat sie auch geschrieben, unter anderem über Udo Proksch. Der ist mit der Versenkung des Frachters Lucona zum zumindest österreichischen Jahrzehntschurken geschafft hat. Servus Ingrid, schön, dass du da bist. Du hörst, so wie Udo Proksch genannt wird, beginnen die Sirenen zu heulen. Bitte nimm hier Platz, so gehört sich das auch. Sag einmal, was trinkst du denn gern? Rotwein oder Rivella? Was darf es denn sein? Ah, das andere. Was ist das andere? Von Rotwein. Ah, vom Rotwein. Also das nicht andere den Rotwein, vom Rotwein. Verstehe. Ja, genau. Das ist die Nachbarschaft zur Schweiz, vermute ich, ne? Genau. Die dich da. Warte mal. Bitte schön. Dankeschön. Ich wünsche viel Vergnügen dabei. Danke. Und sag einmal, wie gefällt dir denn das Porträt, dass der Oskar Stocker hat schon fast El Greco-artige Königinnenqualität? Ja, hat mir ein paar Jahre genommen
und ein paar Wimpern gegeben. Ja, das ja. ist schön. Aber musst dich warnen, bei unserem Gespräch wird auch manchmal, wenn man auch manchmal ein paar Jahre genommen. Wirklich? Na, jetzt sag einmal, was hat dich denn eigentlich dazu bewogen, dass du dich für unser kleines gallisches Dorf, natürlich wehrhaft, unwiderstehlich, charmant, aber doch ein gallisches Dorf entschieden hast? Ja, mag schon sein, dass das ein kleines gallisches Dorf ist, aber die Aufgabe ist groß, die dort zu machen ist. Man kann dort wachsen, man kann dort Neues entwickeln, Neues machen. Man kann dort vielleicht sogar ein bisschen in die Fernsehzukunft schauen. Ja. Und das ist eine so unwiderstehliche Herausforderung, dass jemand, der das andere so lange gemacht hat, einfach nicht widerstehen konnte. Na klar, und den Zaubertrank des Miracolix haben wir ja hier gräßlicherweise vor uns. Ich wünsche viel Vergnügen damit. Sag einmal, vermisst du eigentlich schon, verzeih die martialische Diktion, die politischen großen Schlachtfelder? Das ist ja, wenn man Schlachtfeld ist, ein scheußliches Wort, aber nach dem, was wir jetzt erlebt haben zuletzt, ist das durchaus nicht ganz unangebracht. Ne? Ja, aber diese großen Schlachtfelder kommen ja sowieso nur alle paar Jahre, wenn es große Ereignisse, wenn es Wahlen gibt. Und dazwischen sind die Mühen der Ebene und die sind in der Politik da und das spiegelt sich bei uns dann auch. Also mag schon sein, dass bei den nächsten großen Wahlen ein weinendes Auge hinschauen wird, aber wer sagt denn, dass Wahlen nicht auch in ORF 3 ihren Platz haben werden? Auf eine andere Art und Weise, sicher auch spannend, aber eben anders. Und das macht es ja für mich so herausfordernd, alles mal anders zu machen, neu zu sehen, neu zu planen, neu anzugehen. Denn das, was es bisher war, diese Schlachtfelder, die hatte ich jetzt viele Jahre. Mhm. Vor allem muss ich sagen, haben sich die Feldherren nicht gerade zum Besseren entwickelt, aber da brauchst du nichts antworten darauf natürlich. Aber sag, ein interessantes Phänomen haben wir erlebt. Eine bestimmte, ich möchte sagen, intellektuell nicht überbelichtete Klientel beginnt sich auf weibliche, auf Moderatorinnen zu konzentrieren mit unglaublichen Aggressionen, die man früher schon aus Wohlerzogenheit, möchte ich sagen, eher unterlassen hätte. Du bist ja auch ordentlich dran gekommen. Und die Lou Lorenz und die Corinna Milborn. Was ist denn da passiert? Also ich würde nicht denken, dass männliche Kollegen das nicht abkriegen. Bei ihnen hat es nur nie diesen optischen Beigeschmack, dieses körperliche, dieses sexuelle, also das spielt dort, glaube ich, weniger eine Rolle. Da ist es mehr mit Brutalität und Beschimpfung verbunden. Aber bei Frauen glauben die Kundschaften immer, sie müssen auf diese Ebene gehen. Mir ist das schleierhaft, warum das so ist. Vielleicht haben die oder können die nicht damit umgehen, dass Frauen vor allem Arbeit mit ihrem Hirn machen und wollen das immer auf das Körperliche reduzieren oder so. Ja, das ist schon bedenklich und es geht so leicht und ich glaube, das ist halt, das schafft jedem die Möglichkeit. Man braucht sich nur in seinen Computer zu setzen und kann alle Aggression loswerden und wer gerade irgendwo im Fernsehen zu sehen ist, der kriegt es dann halt ab. Ja, das Interessante ist, das war ja früher gar nicht möglich. Die sozialen Medien haben ein Tor geöffnet, vollkommen unartikulierter Aggressionen und Bösartigkeiten. Ich meine, die Leserbriefspalte in der deutschen National- und Soldatenzeitung hätte sicher nicht gewagt, das abzudrucken, was du heute in einem ordentlichen Forum, in einer guten Zeitung finden kannst. Das ist aber schon interessant, weil ich habe das Gefühl, genau die gleiche Diskussion hatten wir vor mittlerweile schon einigen Jahren. Und wir haben uns gedacht, hallo, was ist da plötzlich los? Wir kriegen plötzlich von Zuseherinnen und Zusehern E-Mails, die so persönlich so beschimpfend, so wortgewaltig sind, dass man sich fürchten muss und haben uns damals gedacht, na ja, es verschwindet die Distanz und man muss nicht mehr sagen was tippen und es dann in ein Kuvert stecken und zukleben und zur Post bringen. Diese Hürde fällt weg und darum geht das so leicht. Und wenn man sich zurückerinnert, muss ich schon sagen, auch in Zeiten, als es keine sozialen Medien, aber E-Mails gab, war das nicht viel anders. Es kamen nur halt sehr viel mehr E-Mails. Jetzt geschieht das Ganze öffentlich, es geschieht in den sozialen Medien. Viele Leute können mitlesen, können das teilen, es verbreitet sich dann auch noch. Das ist sozusagen das Sahnehäubchen auf diesen Grauslichkeiten, dass sie für jedermann dann einsehbar sind auch noch. Also das Paradoxon ist, die Leute schreiben auch wieder, was sie früher nicht mehr getan haben, aber sie schreiben in nahezu unartikulierter Form mit unglaublichen, also in so einem Grenzgestammel, nicht? Also ganz komische Situation. Soll man das scharf reglementieren, wenn wir das nachher mit Natascha Kampusch besprechen?
die auf unglaublichste Weise beleidigt und beschimpft wird, wie man das nicht für möglich hielte. Also ich glaube, man muss sich wehren. Man muss aber auch sehen, dass viele Leute sehr genau wissen, wo ist die Grenze zwischen freier Meinungsäußerung und einklagbarer Beleidigung oder Beschimpfung oder so. Also um diesen Grenzgang ständig zu beobachten, das ist ja eigentlich fast unzumutbar. Und ich glaube, am Ende wird es darauf hinauslaufen müssen, dass diese sozialen Medien, dass etwa Facebook eben dieselbe Verantwortung hat wie eine Zeitung, die auch dafür verantwortlich ist, was auf ihren Seiten erscheint und die dann auch dafür sozusagen verantwortlich gemacht werden kann vom Gesetzgeber. Und solange das nicht ist, tummelt sich da jedes Freiwild, das man sich nur ausdenken kann. Aber das kann so nicht weitergehen, glaube ich. Naja, aber jetzt haben wir ja eine Weltavantgarde des gerülpsten Kurzsatzes, nämlich den Trump, nicht? Der plötzlich über Twitter plötzlich China runtermacht oder sowas. Da wird einem doch Angst und Bang, was? Ich habe kürzlich meinen Kollegen Hanno Settele wieder gehört, als er gesagt hat, er hat ein halbes Jahr oder ein Jahr damit zugebracht, allen, die es hören wollten, zu sagen, no way wird Donald Trump jemals amerikanischer Präsident. Jetzt haben wir. Sag, erinnerst du dich an den Tag, an dem die Natascha Kampusch sich befreien Natürlich, konnte? Natürlich, sehr genau. Hast du da moderiert gehabt? Ja, was war, ja, ganz sicher. Ich war bei der ZIP2 und ich kann mich sogar an die Minute erinnern, in der ich das erfahren habe. Ich weiß genau, wo ich war. Ich kam in die Redaktion hinein und da ist so ein Vorraum, da durfte damals noch geraucht werden. Und da standen die Kollegen und ich komme rein und höre sie gerade sagen, stell dir vor, das ist die Natascha Kampusch, die ist befreit worden oder hat sich befreit. Das wusste man ja damals nicht so genau. Ja. Darf ich dir die Frage aller intelligenten Sportreporter stellen? Wie fühlten Sie sich da? Naja, ganz ehrlich, der Reflex ist bei einem Journalisten schon, was machen wir jetzt damit? Wie müssen wir reagieren? Wie muss man richtig reagieren? Was wissen wir eigentlich gesichert? Welche Bilder gibt es? Welche Aussagen gibt es dazu? Und wie setzen wir das um? Das ist das Allererste. Und erst sozusagen im Nachklang, wenn man beginnt darüber nachzudenken, nämlich nicht mehr als Journalist, sondern als Mensch, denkt man sich, mein Gott, was ist da geschehen mit dieser Frau oder diesem Mädchen in diesen vielen Jahren? Was hat sie wohl erleben müssen und wie wird es ihr jetzt wohl gehen? Und das werden wir Sie jetzt so zart wie möglich fragen. Ja. Bleib da, bitte menge dich in das Gespräch ein. Gerne. Meine Damen und Herren, vor 10 Jahren konnte Natascha Kampusch ihre 8 Jahre während der Gefangenschaft bei einem schon in die Geschichte des Verbrechens eingegangenen Unhold durch die Flucht beenden. Aber was tun mit dieser Freiheit? Sich mittels neuer Identität ein zweites Leben danach schaffen, an die Öffentlichkeit gehen, indem man sich einerseits am Schicksal schadlos hält und andererseits traumatisierten Menschen ein Beispiel gibt? Natascha Kampusch hat den zweiten Weg gewählt und ein Buch über ihr Schicksal geschrieben. Ein literarisches Verhör zu Beginn. Im literarischen Verhör Natascha Kampusch. Frau Kampusch, was nervt Sie denn gewaltig? Weniges, aber mich nervt oft Unaufrichtigkeit und Aggression. Macht mich auch aggressiv. Sie haben so viel durchgemacht und wirken trotzdem so zufrieden. Warum? Ich denke gerade deshalb. Würden Sie sagen, Sie sind ein verständnisvoller Mensch? Ich habe für vieles Verständnis, also ja. Sind Sie religiös? In einem gewissen Sinne, auf jeden Fall. Das heißt, Sie glauben an eine höhere Macht? Ja, und dass alles irgendwie einen Anfang und ein Ende hat. Haben Sie je daran gedacht, Österreich zu verlassen? Ich habe mir das oft gedacht, aber ich würde nie vollends weggehen von Österreich. Was ist denn Ihre liebste Jahreszeit? Ich muss mich immer zwischen Winter und Frühjahr entscheiden. Und was wäre es ein bisschen mehr? Winter. Haben Sie das Gefühl, dass die Österreicher zufriedene Menschen sind? Ich habe das Gefühl, dass viele Teile Österreichs mit zufriedenen Menschen gesegnet sind. Aber die Wiener sind sicher nicht. Jetzt geht's ab zu Heinz Sichrowski auf die Couch. Vielen Dank, Frau Kampusch. Danke. Musik.
Liebe Frau Kampusch, ich freue mich die ganze Zeit schon auf Sie, muss ich Ihnen sagen. Was darf ich Ihnen zu trinken anbieten? Ein Rotwein oder eine Rivella? Oh Gott, Hilfe. Gibt es irgendwas, was so in der Farbe wäre, damit das so wirkt, als würde ich auch Rotwein trinken? Was, wie der Tisch? Das ist ein Kaffee, aber sowas habe ich hier nicht. Na, aber von dem Wein gibt es irgendwas? Also einen gefälschten Wein, einen Rehbisselsaft, leider nicht. Sollen wir, was machen wir, Wein oder nehmen wir jetzt eine Rivella? Ja, na, warum nicht seinem Körper auch mal was Gutes tun? Na, gute Nacht. Ja. Aber ich habe Sie gewarnt, ja. Es ist süß, aber es ist brauchbar. Ja. Okay. Na gut, du bist ja durch die Nähe zur Schweiz alphabetisiert, in diese, sozialisiert in diese Richtung zum Schweizer getrieben. Liebe Frau Kampusch, um ernst zu werden, 10 Jahre Freiheit, gibt es eigentlich sowas wie Freiheit für Sie? Freiheit von den Erinnerungen, von den Traumatisierungen, Freiheit, sich einfach in ein Leben wieder zu begeben? Ja, also ich denke, Freiheit, zu der braucht es auch Mut. Und ich denke, ich bin endlich mutig genug, um der Freiheit ins Auge zu blicken und sie zu genießen, so oft es geht. Wie geschieht es und wie oft geht's? Ja, es geht relativ oft, aber es ist natürlich auch schwer. Ich habe ja vorhin schon ein wenig mitbekommen, da ging es auch so ein wenig um mich und um das Thema Hater im Internet und schlechte Nachreden und Briefe. Und das ist natürlich etwas, das meine Freiheit ein wenig eingeschränkt hat in den letzten Jahren. Aber mittlerweile gelingt es mir, indem ich mich einfach nur noch auf mich konzentriere und mein Leben gestalte. Und das ist mir sehr wichtig. Das wollte ich immer wissen. Das möchte ich dich auch fragen. Wie, was ficht Menschen an, jemanden, der so etwas mitgemacht hat, in einem solchen Ausmaß zu disqualifizieren, zu beschimpfen, zu das ist ein Mob, das ist ein Gesindel mit Verlaub, kann man doch wohl so sagen, nicht? Wie gibt's das? Und wie wappnet man sich gegen sowas? Das muss doch furchtbar kränkend sein. Ja, also es hat ja schon im AKH begonnen. Die netten Stationsschwestern wollten, dass ich im Internet sofort beginnen würde, nachzulesen, was über mich geschrieben wird. Ich habe darauf verzichtet. Ich habe auch die ersten Briefe nicht gelesen. Ich habe manchmal sogar schon Bettelbriefe bekommen. Und ja, und mit den Jahren gab es dann auch Vorwürfe, Untersuchungskommissionen, das alles eben. Und es galt da irgendwie durchzukommen. Also es gab ja sehr viele Interviews, wieder mit der Polizei und mit dem Staatsanwalt. Man könnte auch Befragungen oder Verhöre dazu sagen, aber nennen wir es mal Interviews. Und ich habe alles wieder und wieder sagen müssen. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, okay, das ist eben deren Job, aber ich habe auch noch Interessen, die sich nicht decken mit den Interessen dieser Menschen und vielleicht sollte ich das einfach ausblenden. Und ich habe auch begonnen, im Bus nicht mehr die Menschen so zu beobachten, wie sie mich beobachten, sondern ich schaue lieber vom Fenster raus. Dann werden Sie ununterbrochen beobachtet? Ja, wo immer Sie auftauchen, ist das nach wie vor so? Ja, durchaus. Aber wie gesagt, man züchtet sich dann schon einen Verfolgungswahn an, wenn man das alles beachtet. Also ich denke, das sollte man nicht. Es geht wie soll man sagen, um die eigene Persönlichkeit, die daran sehr Schaden nimmt. Das ist ja ganz gut, wenn man mit dem Kollektiv in Verbindung steht, wenn man mit Menschen interagiert, wenn man auf Dinge reagiert, aber auf alles muss ich nicht reagieren. Und da bin ich auch ganz froh drüber. Darf ich dazu? Ich glaube nämlich, dass das schon ein guter Gedanke ist, auch im Zusammenhang mit all diesen Hasspostern. Weil ich glaube, man muss ihnen auch mal sagen, ihr Hassposter, euch nehme ich nicht ernst und ich nehme euch nicht wahr, bis zu einer Grenze. Und dort, wo es klagbar ist, dort nehme ich euch so ernst, dass ich euch vor Gericht hole. Und sozusagen dem Rest dieser Menschen muss man einfach sagen, ihr könnt mir nichts. Ihr könnt mir nichts. Ich blende euch aus, ihr kratzt mich nicht, macht euer Ding oder macht es am besten besser nicht, aber mir tut das nichts. Ja, kannst du verstehen, dass man jemanden, der das erlebt hat, mit Dreck? Na, das ist doch verrückt, aber man muss eben auf sich selber schauen. Ja? Muss man den Leuten sagen, ihr könnt mir nichts mit eurem Hass. Euren Hass, meinen Hass bekommt ihr nicht, hat, glaube ich, ein französischer Familienvater nach den Anschlägen von Paris geschrieben. Dort ist seine Frau ums Leben gekommen und er hat gesagt, meinen Hass bekommt ihr nicht. Und das ist vielleicht das Beste im Umgang mit solchen Leuten. Na, und bekommen die ihren Hass?
Nein, sie bekommen nicht meinen Hass, sie bekommen mein Mitgefühl. Also Mitleid habe ich natürlich nicht mit diesen Menschen, etwas Mitgefühl dennoch. Denn ich stelle mir die immer mit einer eitrigen Angina oder mit einer sehr schweren Mittelohrentzündung vor. Mhm. Und da können Menschen auch sehr grausam sein. Und so komme ich damit über die Runden. Ja, das ist der Unterschied zwischen uns. Ich wünschte ihnen eine eitrige Angina und Angina und Mittelohrentzündung. Ja, aber wissen Sie, die sind ja schon mit dem, was Sie alles Schlechtes über mich denken und was Sie über mich fühlen, sind Sie ja schon genug gestraft. Weil ich stelle mir jetzt die ganze Zeit vor, wenn ich jetzt zum Beispiel Nachrichten sehen würde oder eben im Zentrum mit Frau Thurnherr und ich müsste mir jetzt Stunden danach auch noch Gedanken darüber machen, was ich über Frau Thurnherr denke und wie ich für sie also empfinde im negativsten Sinn. Also nicht ich, sondern jetzt als Zuseher. Das wäre einfach schrecklich. Ich könnte mein Leben nicht mehr bestreiten. Also ich glaube, diese Menschen haben einfach keine Probleme und kein Leben und sind so arm, dass sie es Not haben, andere Leute runterzumachen. Und also ich würde mir es einfach schlimm vorstellen. Na. Ja. Wenn ich indiskret fragen darf, sind Sie in der Lage, sich zu öffnen gegen Menschen? Sind Sie, hat man Ihnen damals die Beziehungsfähigkeit ausgelöscht? Na, ein wenig schon, das gebe ich zu. Denn es kamen so Leute, von denen ich das nicht erwartete, auch von sich aus, initiativ auf mich zu und sagten mir, naja, aber das ist ja alles nicht so wichtig und du bist zwar jetzt bekannt, also sie haben das dann immer auf die Bekanntheit reduziert und das hat mich schon sehr mitgenommen. Dann gab es eben so Menschen, die sagten, ja, aber also es gab so widerstreitende Emotionen von Leuten, die sich in meiner Situation wähnten oder die versuchten, sich hineinzuversetzen. Nicht immer im Bösen, sondern auch im Guten. Es gab Menschen, die sagten, ja, wird dir das nicht so viel mit den Interviews und die hassen dich doch alle und jeder will dich nur manipulieren und die nehmen dich doch nur aus und geh nicht zum Friseur, weil die Friseurin tratscht etwas über dich. Und dann hatte ich irgendwann die Option, entweder nie wieder irgendetwas zu machen und keinen Schritt mehr vor die Haustür zu setzen oder zu sagen, nein, ich vertraue der Friseurin, ich habe sie ausgesucht, sie kann nichts dafür und sie wird auch nichts plaudern. Und so ist es mir gelungen, einkaufen zu gehen, nach außen zu gehen, ins Theater zu gehen. Denn es geht um diesen schönen Moment, den man genießen möchte und nicht darum, was andere Leute von einem halten. Und gibt es sowas wie eine Beziehungsfähigkeit, eine Ja, das frage ich mich bei vielen anderen Menschen auch. Ja. Genau. Und das wird bei mir oft eben so, weil man das früher auch häufig gemacht hat, dass man sagt, traumatisierte Menschen können dann nie wieder vertrauen, nie wieder Beziehungen eingehen, sind nicht am Du orientiert, sondern noch in ihrem Leid verhaftet. Das würde ich bei mir nicht sehen. Mhm. Haben Sie nie daran gedacht, Sie hätten ja die Möglichkeit wählen können, einfach die Identität zu wechseln und sich von der Welt in Ruhe lassen zu lassen, wenn ich diesen schrecklichen Satz vollenden darf. War das eine Option jemals? Ja, aber auf der anderen Seite, ich war ja die ganze Zeit 8,5 Jahre lang eingesperrt, gefangen. Und mein Interesse war ja immer nach außen zu gehen, mit Menschen zu tun zu haben, erkannt zu werden als das, was ich bin. Und die Entführung gehört natürlich auch zu meiner Persönlichkeit dazu und zu dem, was ich geworden bin. Überlagert die nicht das ganze Leben nach wie vor, nach den 10 Jahren? Nein, vielleicht für andere Menschen. Mhm. Aber ich war ja immer ich und ich habe mich auch immer in Richtung Freiheit orientiert, auch danach. Ja. Und was rundherum passiert, ist eben das, was passiert ist. Und das kann ich natürlich nie wieder ausmerzen und das wird nie wieder weggehen. Das stimmt. Und es bleibt auch dieses Gefühl, dass man in den 8,5 Jahren eben seine Familie nicht hatte. Meine Eltern sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten und es wäre halt so schön gewesen, sie noch jung und vital zu erleben. Sie sind noch nicht alt, aber Sie verstehen schon, was ich meine. Ja, schon. Ingrid, hat dich das auch damals so bewegt, diese, auch jetzt wieder wahrnehmbare, diese wunderbare Sprache?
die plötzlich, die durch das Aufsaugen, durch das Einatmen von Ö1 und etwas kam, durch eine ganz andere Sprachsozialisierung, ja. Das ist immer noch eine sublime, wunderschöne Sprache. Es erinnert an den Joseph Conrad, nicht, der einer der größten englischsprachigen Autoren war, aber Pole war und kaum eines englischen Wortes mächtig in der gesprochenen Sprache. Dieser Gegensatz zu dem, was wir heute zu lesen bekommen, wo wir vorher schon darüber gesprochen haben, wo man manchmal denkt, die Menschen sind der deutschen Sprache nicht wirklich mächtig, haben keine Ahnung von Rechtschreibung und dann hört man diesem druckreifen, gesprochenen Wort zu, das ist eigentlich immer wieder verblüffend. Ja, das ist wunderbar. Wohin soll es denn jetzt steuern? Die Matura, haben Sie die schon nachgemacht? Sind Sie dabei? Nein, da ich unter enormer Prüfungsangst leide. Hm. Also wenn es jemanden da draußen gibt, der mit ihm nehmen kann, dann ist die Person willkommen. Sei es in Briefen, aufmunternden oder in praktischer Weise, weil es ist so schade. Mhm. Denn das Lernen macht ja an sich Spaß und das Studieren würde mich auch freuen, aber das mit den Prüfungen ist so eine Sache. Ja, wenn es recht ist, holen wir die nächsten Gäste. Ja, und darf ich bitten, sich weiter in das Gespräch zu mengen? Darf ich noch was nachgießen oder lieber doch einen Rotwein, weil das so bitter ist? Lieber nicht. Also meine Familie baut zwar Wein an, aha, in der Wachau, aber meistens eher Weißwein und ich trinke keinen Alkohol. Also ich bin mit dem Getränk sehr zufrieden. Da wünsche ich ein von Herzen kommendes Prosit und ich hole die Nächsten. Meine Damen und Herren, der Soziologe Hartmut Rosa lehrt an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Er ist Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt. Er sagt, einer Welt, deren Problem die Beschleunigung ist, kann man nur mit Resonanz begegnen. Marlene Strerowitz zählt zu den großen und politisch engagierten Schriftstellerinnen Österreichs. Sie kämpft für die Gleichberechtigung der Geschlechter und für den Erhalt der österreichischen Sprache, die sie trotz ihrer überregionalen Bedeutung konsequent anwendet. Ein Doppelporträt zu Beginn. Schneller, höher, weiter. Das Grundproblem unserer Gesellschaft ist die Beschleunigung. Aber langsamer werden alleine reicht nicht, sagt Hartmut Rosa. Was wir brauchen, sind Resonanzmomente. Also Momente, in denen wir innehalten und den Moment bewusst erleben. Sei es in einem Museum vor einem Kunstobjekt oder zu Hause bei der Familie. Resonanz soll als Soziologie des guten Lebens verstanden werden. Und was damit genau gemeint ist, erklärt er auf 800 Seiten. Für sein Werk wurde ihm sogar der Tractatus-Preis, der hochdotierte Essay-Preis des Philosophicums Lech verliehen, der jene auszeichnet, die philosophische Fragen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Während Hartmut Rosa auf das gute Leben hofft, schickt Marlene Strerowitz ihre Protagonistin in eine Welt, die hoffnungslos scheint. Die EU gibt es nicht mehr, die Mafia hat das Sagen und Flüchtlinge führen Schattenexistenzen. Trotzdem strebt sie weiter nach dem gerechten Leben, was sie in den 37 Folgen des Abenteuerromans immer wieder aufs Neue beweist. Und das ist der Kampfgeist, den man auch von Marlene Strerowitz kennt. Willkommen, liebe Frau Strerowitz. Herzlich willkommen, noch herzlicher willkommen. Womit darf ich Sie denn laben? Mit Rivella oder vielleicht doch mit einem Rotwein, einem Zweigelt oder einem Rioja? Na, ich nehme den guten alten Zweigelt. Den guten alten Zweigelt. Jetzt ist wieder die Stilfrage, weil ich nämlich mich nie traue, das Ding am Stiel zu fassen, wenn ich es alles anschütte. Dankeschön. Womit darf ich Sie denn erfreuen? Ich nehme gerne einen Rivella. Ich bin schon, seit ich Kind bin, weil ich von der Schweizer Grenze komme, großer Rivella-Fan. Ja, aber ich dachte gerade deshalb, mag man's würden nicht. Sie davon Abstand nehmen. Aber gut, das ist ein alter Running-Gag in dieser Sendung. Wie wir auf das Rivella gekommen sind, ist mir bis heute ein Rätsel. Das ist nur wegen der Alliteration mit dem Rotwein. Oh Gott, sorry, okay. Danke vielmals. Ja, dann. Lieber Herr Rosa, wenn Sie wollen, daten, frage ich einmal, was ist denn eigentlich diese Resonanz, die uns zu einem Weltgefühl bringt? Und ich vermute, es geht wohl darum, eine Art Gleichklang mit anderen zu erzeugen, so etwas, glaube ich, dem Buch zu entnehmen, anstatt sich autistisch ins Leben hineinzufressen.
Ja, also ich glaube, ich meine mit Resonanz eine bestimmte Beziehung zwischen Menschen, aber auch zwischen Mensch und Welt und Mensch und Dingen. Und da kommt es mir aber nicht in erster Linie auf Gleichklang an. Ich glaube, das wäre keine Resonanz. Es ist eher sowas wie ein Wechselklang. Man könnte vielleicht auch Gegenklang sagen. Also dass man zum Beispiel in einem Gespräch miteinander so in Beziehung tritt, dass man das andere auch wirklich zum Klingen bringt und wahrnimmt als eine andere Stimme, auf die man dann selber wieder reagiert, sodass in dem Gespräch sowas wie eine wechselseitige Verwandlung auch stattfindet. Bei guten Gesprächen passiert das ja gerade. Man setzt nicht einfach seine Position durch und macht sich hörbar, sondern man setzt seine Stimme mit einer anderen Stimme, die aber dezidiert was anderes sagt, in Beziehung und kommt dadurch vielleicht zu neuen Einsichten, die man vorher nicht hatte. Sodass Resonanz also nicht einfach Konsonanz, Einklang, Gleichklang meint, sondern ein Wechselklingen, sich wechselseitig zum Klingen bringen. Ich habe ja ein Gemecker in einem Feuilleton gelesen, wo man ihnen vorwirft, sie würden also wollen, dass alle Menschen sozusagen in so einen harmonischen Summchor einstimmen. Ja. Das scheint nicht das zu sein, was sie dringend wollen. Nein, ich glaube, dass natürlich legt der Begriff der Resonanz das vielleicht erstmal nahe, dass man denkt, da ist so ein harmonistisches Gleichklingen gemeint, aber das unterläuft die Idee völlig. Also wenn man praktisch, ich glaube, vielleicht ein Teil des Problems der sozialen Medien könnte darin bestehen, dass man immer nur die Bestätigung des eigenen hören will, dass man gar keine andere Stimme wahrnimmt. Und darum geht es mir gerade nicht. Nicht um harmonistisches Gesumse, sondern um wechselseitiges Zusammenklingen. Liebe Frau Streowitz, wenn ich die Essenz Ihres Buches hoffe, verstanden zu haben, so geht es, dass eine Einzelperson kämpft gegen eine nahezu unbewältigbare Welt. Sie kommen in den Sehnsuchtsort Italien. Dort herrschen grauenvolle Zustände zwischen Diktatur und Widerstandsgruppen. Wie weit muss man sich allein gegen die Welt durchsetzen? Naja, jetzt handelt es sich hier um einen Abenteuerroman und auch um die Ermächtigung einer weiblichen Figur als Abenteurer-Heldin. Das ist mal literarisch interessant anzugehen, diese Person da hineinzuwerfen und zu schauen, wie das mit den Abenteuern geht. Und sonst denke ich schon, dass es uns die ganze Zeit abverlangt wird, relativ alleine gegen all diese verlorenen Institutionen vorzugehen, weil wir gehen ja nicht mehr durch eine geordnete Welt, sondern das Zerbrochene ist unsere Umgebung und da ist dieses Alleinsein, glaube ich, schon das grundlegende Gefühl und hat sowas wieder altexistenzialistisches an sich, dieses Ausgeliefertsein, das durch die Zeit läuft, aber ihr habt ja schon über Trump gesprochen, natürlich durch die Ängstlichkeiten, die da evoziert werden, noch mal größer wird. Und so gesehen ist sie eine idealtypische Kämpferin. Frau Kampusch hat etwas Ähnliches, wohl eine radikale Einsamkeit erlebt und eine Notwendigkeit, sich irgendwie mit der Seele durchzukämpfen, nicht? Ja, das würde ich aber jetzt schon sehr genau unterscheiden. Das ist literarische Fiktion. Das heißt, es ist eine Versuchsanordnung, an der etwas erhoben werden kann. Das ist eine fast wissenschaftliche Vorgangsweise, während es sich hier um Schicksal handelt. Und da können wir Parallelen finden. Daran können wir einander auch vergleichen und wahrscheinlich sogar Strategien entwickeln, damit gegenseitig einander durch Resonanzen zu verstärken. Ich denke, es geht um nicht, dass es deutlicher wird, dass es auch schöner wird eigentlich, denke ich mir. Und das würden wir, glaube ich, sehr gut und weit bringen können. Aber es ist eben Literatur und es ist für mich vor allem wichtig gewesen, dass es die Geschichte einer Generation ist, dass es die Geschichte meiner Generation oder ein bisschen sogar noch älter, in der klar gemacht wird, wie sind diese Personen entstanden. Und da geht es zum Beispiel um das Wien, das nicht gesprochen hat in den 50er Jahren. Die Frage, wann hast du vom Holocaust erfahren? Das ist für jede Generation anders verlaufen. Das ist heute routinemäßiger, ist immer noch mit Schock verbunden, aber es hat sich durch den Abstand und den anderen Umgang, der gelernt wurde, glaube ich, doch etwas verbessert. Meine Generation musste es sich ganz alleine erarbeiten. Da gab es keine gesellschaftliche Erzählung, die davon gehandelt hat, sondern es gab nur die Information irgendwo, die einer dann in den Weg getreten ist. Und das
waren sehr hässliche Vorgänge und haben auch zu schon, also für mich war das einer der größten Umbrüche meines Lebens, das begreifen zu müssen, ohne Hilfe von irgendeiner Seite. Und das fand ich sehr wichtig. Dann zum Beispiel geht es darum, dass Sexualität zwar sich total verändert hat, die Machtverhältnisse umgedreht wurden, aber niemand davon wusste oder gelernt hat, Frauen sowieso nicht. Die sexuelle Revolution hat in Wien eine ziemlich spezielle Ausformung gefunden. Und eine späte. Eine späte und sehr, wie soll man sagen, ja. Es hat sich damals das angezeigt, was ja hier auch schon besprochen wurde, eine Kultur des Zuschlagens, eine Kultur der Gewalttätigkeit, eine geheime Verabredung einer bestimmten Männlichkeit ist und die reicht sehr weit in der Gesellschaft herum. Also ich würde jetzt nicht vermuten, dass jetzt sehr gebildete Männer wirklich sich dafür entscheiden können, einen offenen, freundlichen und gleichberechtigten Umgang hier vorzuschlagen. Und das ist etwas, was dieses spezifisch Wienerische ist. Und das ist ja nun das, was ich lesen kann und worüber ich denke, eben berichten kann. Herr Rosas, was sagt der Soziologe dazu und wie sollen wir ein verbales Lumpenproletariat zum Resonieren bringen, wobei Resonieren der falsche Ausdruck ist, gehört zur Resonanz bewegen. Ja, ich glaube, eine Eigenschaft von Resonanzbeziehungen, wo sie entsteht, ist immer auch eine transformative Qualität. Also das heißt, da, wo ich mich in eine Resonanzbeziehung begebe, verändere ich mich auch dabei. Und ich glaube tatsächlich, dass das Ziel sein sollte in unserem gesellschaftlichen Dialog, wo wir im Moment, glaube ich, eigentlich zwei große Lager haben, die aufeinander einprügeln, die eigentlich genau diese Haltung des Hörens und Antwortens, die eine Resonanzbeziehung kennzeichnet, verloren haben. Also vielleicht ist das sogar auf beiden Seiten so, dass man auf der anderen Seite immer nur Idioten sieht oder Deppen oder Leute, die einem auch angreifen wollen und auf die man dann einschlägt. Und deshalb denke ich, dass ein Verständnis dafür, wo eigentlich dieser Hass herkommt, der sich dann in sozialen Medien entlädt, ganz wichtig ist. Und ich glaube, an der Wurzel dieses Verhaltens und dieses Schreibens liegt eigentlich das Gefühl, einer völlig schweigenden Welt gegenüberzustehen, die mich nicht hört und nicht sieht und nicht wahrnimmt. Und die sozialen Medien geben mir jetzt die Möglichkeit, da mal zuzuschlagen, um eine Reaktion zu erzeugen. Ich glaube, da ist es wirklich der Wunsch und der Wille, eine Reaktion auszulösen. Aber diese Reaktion ist nicht im Resonanzmodus, sondern im dem zeige ich sozusagen, es ist der Wutschrei auf der eigenen Seite und das Gefühl, den anderen zum Schreien zu bringen. Und das müsste man, vielleicht schaffen wir das kollektiv. Ich glaube, diese Medien sind ja auch noch neu. Wir können da gemeinsam lernen, wie man damit umgeht. Nämlich eine Transformation dahingehend zu erreichen, dass man Wechselseitiges schafft, die andere Stimme zu hören und auch Widerspruch als Aufforderung nimmt, damit umzugehen und sich selber zu reflektieren, die eigene Stimme mit einer anderen widersprechenden Stimme in Beziehung zu setzen, sodass sich beide verändern können. Ich glaube, das ist eine große gesellschaftliche Herausforderung, der wir uns stellen sollten. Aber wenn ich da, was ich so spannend finde, ist ja, dass sich in den Wahlkämpfen sowohl in den USA bei Trump als auch jetzt zuletzt in Österreich plötzlich dieses neue Feindbild der Eliten herauskristallisiert hat und dass es plötzlich so ein da sind die Eliten und da sind alle anderen und die scheinen, wie Sie gesagt haben, in den sozialen Medien dann aufeinander einzuprügeln, wobei prügeln tun meistens die einen und die anderen, lassen sie es gefallen oder so. Ich weiß auch nicht, wie soll man damit umgehen? Das ist genau der Punkt, Entschuldigung, das ist schön, wir sollten das vorhaben, aber es gibt Gruppen, die da nicht mitmachen wollen und das sollten wir auch immer sehen. Ja, also ich komme gerade aus Amerika und ich bin sicher, dass Sie jetzt Trump sagen können, er soll Resonanzen entwickeln und er wird sie immer in einer gewalttätigen Richtung machen. Und da müssen wir schon auch immer sagen, so allgemein geht es nicht. Personen, die bereit sind, zum Beispiel demokratisch leben zu wollen, was ja eine Grundeinstellung wäre, die das, glaube ich, betrifft, für die ist das ganz wunderbar. Aber es gibt auch den Kampf. Und der Kampf ist etwas, was beantwortet werden muss. Wenn mir gesagt wird, ich gehöre jetzt dreimal vergewaltigt, damit ich endlich weiß, was ein Mann ist, weil ich als Feministin so angegriffen werde. Wurde Ihnen so mitgeteilt? Wir sind da, glaube ich, alle in einem Boot. Und ich halte das aber auch für viel ideologischer. Es geht schon darum, die Frauen abzuwerten und damit eine andere
Geschlechterpolitik zu Dings. Ich habe ja auch geklagt, also ich klage dann und wenn ich als Wagen auf die Bühne gestellt werde, klage ich. Das ist, wird sehr belächelt übrigens, also das ist, wird sehr belächelt, aber es hat mir gut getan. Aber also, haben Sie schon mal recht bekommen in einer solchen Klage? Das wird immer zuerst mal abgelehnt und danach wird es sehr teuer werden, was ich mir dann nicht leisten kann, aber die 1000 Euro fürs Erste, die leiste ich mir für die erste Eingabe und fühle mich wenigstens in der Außenwelt klar dargestellt. Mhm. So gesehen gibt es, glaube ich, Ebenen, auf denen das auch nicht zutrifft. Aber ja, aber ich denke, dass die, ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich nur die einen sind, die sozusagen, die aggressiv sind. Also natürlich haben Sie recht, es gibt eine Schwelle und auch Verhaltensweisen, die jede Resonanz verunmöglichen und deshalb, und das muss auch klar benannt und bekämpft werden. Aber ich glaube, es hat sich vielleicht schon auch so etwas entwickelt, zumindest in der Wahrnehmung der sogenannten abgehängten Schichten oder auch der unteren Mittelschichten, dass sie herablassend behandelt werden, dass sie sozusagen entweder nicht mehr gesehen oder wahrgenommen werden oder eben immer disqualifiziert werden als die dumpfen Massen, als die, die es sowieso nicht richtig wissen. Und natürlich ist, wenn man jetzt sozusagen sich auf einen intellektuellen Schlagabtausch einlässt, hat man es natürlich mit Asymmetrien zu tun. Da gewinnen die sogenannten intellektuellen Eliten immer. Und da ist natürlich da könnte ein Problem darin bestehen, dass die andere Seite dann zu dem Mittel greift, so wie Sie es gerade gesagt haben, was völlig inakzeptabel ist. Aber ich glaube, ohne ein Verständnis für die Welterfahrung und Weltbeziehung dieser abgehängten oder auch aggressiven Unterschichten zu entwickeln, werden wir aus dem Problem nicht rauskommen. Aber wir wissen doch, dass es nicht nur die Unterschichten sind, sondern die Mittelschicht. Richtig, so gesehen gibt, sondern ist das ein anderes Problem. Da gibt es eine Sprachfähigkeit. Ja. Und es ist sicher ein Gefühl, also das schon. Aber ich glaube, dass es auch eine Einstellung braucht, mitmachen zu wollen an so einer Resonanz. Ja. Und wenn Frau Kampusch, muss man sie erzeugen? Frau Kampusch hätte etwas dazu zu bemerken. Genau, also ich wollte auch etwas zu diesem Thema Resonanz sagen, denn nach meiner Selbstbefreiung stieß ich auf jeden Fall auf Resonanz. Ja. Zwar nicht immer die beste. Und zu den Leuten der Unterschicht, also ich würde das gerne nicht so krass beschreiben als Unterschicht, denn die gibt es ja heutzutage so in der Form nicht mehr. Früher hätte man noch sagen können, die Ausdrucksweise dieser Menschen entspricht einfach deren Umgangston. Nun würde ich sagen, dass sich diese Verrohung durch die gesamte Gesellschaft zieht und dass die Sprachweise auch mehr, eben wie Sie schon vorhin, also ganz zuvor meinten, auf Resonanz aus ist. Also es ist nicht mehr dieses, man verunglimpft jemanden und ist damit zufrieden, sondern es geht weiter. Man möchte etwas provozieren, allerdings nicht so wie in den 60er und 70er Jahren, wo man noch dachte, man könne einfach durch sein Verhalten auf sich aufmerksam machen. Es hat mehr eine kriegerische Note bekommen. Ja, stimme ich zu. Ja. Mhm. Ja, also ich will auch sagen, dass nicht jede Art von Reaktion eine Resonanz ist. Also ich glaube, Sie haben recht. Also oft über das, was Sie erlebt haben sozusagen, Menschen machen den Versuch, eine Reaktion hervorzurufen. Aber die Frage ist, was für eine Art von Reaktion man da erwartet. Man kann sozusagen eine Schmerzreaktion oder eine Schmerzreaktion versuchen zu erzielen oder eben eine, die sich mit uns wirklich in Beziehung setzt. Und ich glaube, gerade die sozialen Medien erleichtern die Suche nach der falschen Reaktion. Ja, man schlägt zu, um eine Schmerzreaktion zu erzielen. Ja. Und das war ein wunderbares Schlusswort. Dankeschön. Sehen Sie jetzt noch die Neuigkeiten aus der Welt der Literatur. Harrys 1x1. Wer schon immer mal einen Liebestrank brauen wollte oder wissen möchte, wie man jemanden schneller altern lassen kann, der sollte einen Blick in dieses Buch werfen. Das inoffizielle Harry Potter Buch der Zauberei sammelt die bekanntesten Zaubersprüche und Zaubertränke aus den 7 Harry Potter Bänden. Entdecken Sie die Hexe oder den Zauberer in Ihnen. Auf der Suche nach James Bond. Muss die James-Bond-Entstehungsgeschichte umgeschrieben werden? Laut einer neuen Dokumentation hat Ian Fleming nämlich seine Geschichte von der Autorin Phyllis Bottom geklaut. Sie war in den 1920er Jahren seine Lehrerin im österreichischen Kitzbühel. Nigel West, ein bekannter britischer Autor und Historiker, der über 30 Romane und Sachbücher rund um Geheimdienste veröffentlicht hat, kommt in der Dokumentation jedenfalls zu dem Schluss, dass man nicht mehr von einem Verhältnis Schüler-Lehrer zwischen Fleming und Bottom sprechen dürfe. Man müsse nun von Dieb und Opfer reden. Musik.
Damit sind wir schon wieder fast am Ende unserer Sendung eingetroffen. Ich schulde Ihnen noch meinen persönlichen Literaturtipp abseits des Neuerscheinungsgetöses. Wir haben heute so viel von den Wegen des Schicksals gehört und von der Option, diesem Schicksal durch eigene Kraft zu begegnen und es ins Glückhafte zu wenden. Lesen Sie also einen der schönsten und witzigsten Entwicklungsromane, Tom Jones von Henry Fielding, erschienen 1749 in London. Zu Tom Jones auch meine Quizfrage. In einer glänzenden Oscar-prämierten Verfilmung spielte ein damals junger englischer Schauspieler die Titelrolle, der später als Detektiv Hercule Poirot den Orient Express frequentiert hat. Wie ist sein Name? Unter den richtigen Einsendern verlosen wir einen signierten Druck des Porträts, das Oskar Stocker von Frau Thurnherr gefertigt hat. Das war's. Kommen Sie wieder. Bleiben Sie Leser. Der war auf dem Nil, auf dem Nildampfer. Ja, und der hat doch in der